Seine Majestät Gehardus der Erste, Kaiser von St. Margrethen und Troptolien. Alles auf! Na, Seifenstein, wie dem Dienst, wie geht's denn unserem Teilzeitarbeiter denn? Ja, Majestät, mit Verlaub, ich bin kein Teilzeitarbeiter, ich arbeite nur mehr kurze Wochen, aber ich komme trotzdem locker auf 40 Arbeitsstunden in der Woche. 40 Stunden? Da versteckt er sich aber gut. Da schlägt das alte Berufsbild des ehemaligen Baumarktverkäufers wieder durch. Majestät, diese Beleidigungen werden mir schon langsam zu viel und ich überlege, ob ich nicht als Moderator zum ORF Kaiser wechsle, weil laut Robert Gradke stimmt beim ORF auch die Kohle. Eifenstein, man arbeitet, weil es einem Spaß macht und nicht wegen der Kohle, muss ich sagen. Aber der Kaiser vom ORF, der pfeift dich aus dem letzten Loch. Keine gescheiten Auftritte mehr. Jetzt muss ich schon beim Musical mitspielen, obwohl er das gar nicht kann. Aber Majestät, ich habe auch Sie auf dieser ORF-Gagenliste vermisst. Majestät, kann es sein, dass Eure Majestät und das alte österreichische Kaiserreich beim ORF schon am Abstellgleis steht? Seifenstein! Zur Frechheit! Der ORF ist nicht mein Aufgabengebiet. Aber jetzt hören wir auf mit den Spompernadeln. Sagen wir lieber, wenn wir heute zur Audienz begrüßen dürfen. Oh, Majestät, Majestät, jetzt halten Sie sich an. Wir haben heute, ja, wir haben heuer, eigentlich, Majestät, seit Beginn der Audienzen haben wir nichts Vergleichbares gehabt. Ja. Wir haben eine Lady, eine Dame, die Fahnen der Gastwirte in der City von St. Margarethen noch hochhält. Na, bitte, keine Frau. Vor zwei Jahren war der Pfarrer da, war schon nicht einfach. Voriges Jahr war der Kapellmeister, der Hussi Wolf, da müssen wir mitblasen, dann legt mir den Arsch, das war nicht lustig. Aber Majestät, war nicht einfach, ja, muss ich sagen. Ich will da aus. Er ist heute da, weil da haben wir keinen Blaser mit, nicht? Aber kommt jetzt gar die Mutter Teresa? Aber Seifenstein, die lebt ja gar nicht mehr. Aber Majestät, um den aktuellen Genderwahn zu entsprechen, musste das kaiserliche Sekretariat diesmal eine Dame einladen. Was? Frauen? Nein! Die gehören in die Kuchel, Kindererziehung und aus! Aber Majestät! Da bin ich hart! Majestät. Tut mir leid, meine Damen! Aber doch nicht Sie! Sie ist ja etwas ganz Besonderes, ein Gutmensch. Eine ganz große, obwohl von körperlicher Natur etwas klein gewachsen. Da schon, Herr. Aber er macht mich schon langsam narrisch, aber auch schon ein bisschen neugierig. Dann bitte herein mit dieser super Frau. Jawohl, Majestät, Sie werden staunen. Unser heutiger hoher Gast ist keine geringere als unsere Senior-Dorfwirtin, Frau Edith Rauch-Schalk, Majestät. Da bin ich schon neugierig auf das Modell, nicht wahr? Ein Frau Edith Rauch-Schalk möge bitte unverzüglich eintreten. Ein Kurzboxne. Ja. Schalk, St. Margarethen. Du, ich kann heute nicht drehen so lang. Weißt du, ich bin beim Kaiser zur Audienz eingeladen. Ich rufe dich noch wieder. Mein Gott, ich bin beim Kaiser. Er schaut mich schon ganz böse an. Du, ich muss aufhören. Ich rufe dich noch wieder an. Dann können wir kabeln. Gell, servus. Weißt du, was ist denn das für Manieren? Herrst, Sie sind bei der Audienz zum Kaiser. Und auf zum Spruchern. Majestät, es tut mir leid. Ich weiß, das tut mir nicht.
Aber dafür habe ich eine Suppe mitgebracht. Eine Nudelsuppe, mehr ins Hafen. Von Dorf wird gekocht. Aber für Nudeln sind nicht drin. Ne? Ich habe schon ein paar runtergenommen. Das ist noch heiß. Ja, ja. Seifenstein, warm stehen, dem ist es noch heiß. Der ist mir noch der Audienz, natürlich. Majestät, natürlich auch einen Gutschein von Dorfwirt. Vielleicht kommt Majestät wieder mal auf Besuch mit Seifenstein. Natürlich, ja, nur ja. Mit Seifenstein. Das was ist ein, das? Ein Gutschein. Jö, da haben wir ein Back hinterlassen, Seifenstein. Ja. Nach der Nudelsuppe noch, ich werde schön aufbewahren. Na danke, Frau Edith. Ich freue mich und bedanke mich für diese kulinarischen Geschenke, muss ich sagen. Nicht wahr? Aber... Wissen Sie, nach Zeiten dieses Genderschocks, weiß ich nicht, wie darf ich Sie denn ansprechen? Frau Edith, Frau Rauchschall, Frau Senneschefin, wie hättest du es denn dann gern? Mein Gott, zuerst habe ich mal eine große Freiheit. Hören Sie auf zum Beten, Alter. Majestät, ich habe eine große Freude. Bitte. Eine ganz große Freude. Und alle sagen Sie mir Edith. Und wenn Majestät so wie Edith sagen darf, nochmal beten. Ja, dann hätte ich noch eine größere Freiheit. Ja, das wirklich leichter war. Geschieht, ist ja, schon gut. Wirklich wahr. Natürlich, sagen wir dann Frau Edith, nicht wahr? Bitte. Ja. Sehr gerne. Darf ich auch schon? Ein bisschen Abstand. Ja. Majestät, ich darf nur einwerfen, bitte. Dass der Sohn von der Frau Edith auch hier schon bei der Audienz war. Weiß ich, ja. Ja, genau, Majestät. Man vor ungefähr, darf ich? Jetzt dürfen Sie. Ja, und die Füße zusammenhalten haben Sie gehabt. Bitte. Ja, ja. Letzte Woche haben Sie es ein bisschen spät zusammengehalten. Majestät, das wäre mir zu fliegen gewesen. Majestät, mein Sohn, der Chef, der Joachim, war vor ein paar Jahren auch bei Majestät schon zur Audienz. Genau. Das war so schein. Der Bett schon wieder. Er hat erzählt daheim. Und wir haben alle so die Freude gehabt und dann ist passiert. Was ist passiert? Ja, ich habe geträumt vom Kaiser. Hören Sie auf! Nein, liebe Majestät, ich habe geschwitzt die ganze Nacht. Ja, ich, der Schwitzer. Das war nämlich ein... Männerträume habe ich nicht mehr so viel, nicht? Aber das war so ein schöner Männertraum. Ja, vom Kaiser. Ja, verstehe ich. Die Männerträume, die sind ja furchtbar, gell, Seifenstein? Ja. Ja. Aber nach Ihrem Outfit zu schließen, ist sie diejenige da in der Küche, die noch Hand anlegt in der Küche und noch selber kocht? Nein, das tue ich nicht. Nein, in der Kugel bin ich nicht so gern, obwohl es mir immer öfter jetzt da verdonnen in die Kugel. Gell? Ich bin gern bei den Leuten, muss ich sagen. Gästen und ein bisschen käbeln und ein bisschen unterhalten und so weiter. Gell? Mein Gott, ich kann Geschichten erzählen, Majestät, ich kann Geschichten erzählen. Aber ich rede schon wieder so viel. Ich will nicht so viel reden. Nein, das ist gar nicht so arg. Majestät, eine Frage. Bitte. Welche Leute haben Sie lieber? Die viel reden? Die Frauen, die für rein oder die anderen? Welche anderen? Ist ja alles ein Nudler Tag. Majestät, muss wissen, das Gasthaus, die Gäste und das ganze Umfeld, das ist das Leben von der Frau Edith. Und ohne Arbeit wäre sie komplett unglücklich. Ja, wirklich? Ja, dafür humpelt sie etwas, habe ich gesehen. Oh. Aber wissen Sie, Frau Edith, wer bei der Arbeit humpelt, ja, mit in der Freizeit. Humpeln. Majestät, der richtige Wortlaut lautet, wer sich bei der Arbeit den Haxen ausreißt, wird in der Freizeit humpeln. Diese humpeln ist sowieso, ist ja wurscht. Majestät hat einen super Assistenten. Ja, ja. Die humpeln sowieso, die Freude. Majestät, muss der rechte Hinterradl ist ein bisschen... Majestät muss weiter wissen, der Dorfwirt besteht jetzt heuer seit 70 Jahren. Nein. Ja, und Majestät muss auch weiter wissen, die Mutter von der Frau Edith, die Frau Sophie Habselig, wurde weit über 90 Jahre und hat bis zuletzt in der Küche Hand angelegt. Wunderbar, muss ich sagen. Schaut gar nicht so alt aus, ne, die Fredi. Ich muss ja sagen, schräg vis-à-vis, das Hartes Kabarettcafé feiert ja heuer auch das 50-jährige Firmenjubiläum. Ja, wer hat dort so lange gearbeitet, Majestät? Wer arbeitet dort so lange? Jetzt am Schluss noch der Hatti. Ja, so. Ohne Tati. Ja,
Nein. Aber jetzt muss ich wirklich sagen, da hat sie ja schon viel erlebt in der Gaststube, muss ich sagen. Kann sie mir da ein paar Anekdoten erzählen? Majestät, ich will nicht so viel reden, aber... Heute ist kein Fahrer da, brauchen Sie beten. Nein, Majestät, ich muss Ihnen nur sagen. Bitte. Ich kann Bücher schreiben. Bücher könnte ich schreiben, was ich da alles erlebt habe. Aber ich darf nichts ausreden. Ich unterliege der Gastwirte Verschwiegenheitspflicht. Und gern Spruchertl, die Gast wird. Nein, das ist noch viel strenger wie das Bankgeheimnis, mein Lieber. Der Rest ein Schmäh, ha? Genau. Schau, da lacht sogar der Mann, aber, was ich alles erzählen kann, ich sage Ihnen eins, bitte. Zum Beispiel der Witz habe ich gehört. Der Platzer Franz, der war ja schon lange verstorben. War auch beim Kaiser. Der liegt schon auf der Arm um. Der hat so viel Witz erzählt, aber ich habe mich alle nicht gemerkt. So. Aber vielleicht fällt mir noch einer ein im Laufe der Audienz. Du musst mehr nachdenken und weniger sprucheln. Ja. Weißt du, bitte, wenn ich einwerfen darf, hochinteressant ist auch das eigene Registrierkassensystem beim Dorfwirt. Was? Nämlich das sogenannte und sehr erfolgreiche Mantelschürzenkassensystem. Was? Ja, wunderbar. Wunderbar. Seifen. Weißt du, eingeführt schon von der Mutter Sophie. Wunderbar. Erklären Sie mir das jetzt bitte. Majestät, das kann ich ganz einfach erklären. Bitte. Weil die Männer tun es ja leicht. Ja. Die haben Hosen an der Brieftasche im Hosensack drin. Ja, was soll mir machen? Wir haben ja nur, heute habe ich noch nicht viel eingenommen, aber wenn auf die Nacht dann natürlich die Säcke sich so schön geballt haben, dann hat man, weiß man, es war ein guter Tag. Ja. Aber das reicht schon dann für die Bar dann nachher. Na, mein Gott, da fällt mir gerade noch was ein. Schon wieder. Majestät, darf ich was erzählen? Das ist ein Narli passiert. Wer ist die Narli? Ist das die Tochter? Nein. Welche Kanali? Nein, die Narli ist die Tochter. Neulich. Ach so, ich glaube, das ist die Tochter. Majestät, ich sage Ihnen an. Bitte. Da kommt ein Gast, sagt, bitteschön, ich hätte gern Pommes. Pommes frites ist Pommes. Verstehe ich. Furchenkeks, ne? Nein, das habe ich noch nicht gehört. Furchenkeks bei uns im Inns, das ist die Furchenkeks. Der will Pommes haben. Na, und dann sage ich, ja, gerne. Da sage ich, freundlich wie ich bin, sage ich, wollen Sie was drauf haben? Sage ich, was kostet das? Sage ich, 30 Cent. Was, wissen Sie, was er gesagt hat? Nein. Dann geben Sie mir einen Schlüssel drauf. Das sind ja unverschämte Geste. Nein, eine Frechheit. Das sehen wir uns nicht drauf. Eine Frechheit, sowas. Ja, wirklich wahr. Bitte. Majestät muss weiters wissen, dass die Frau Edith auch eine Pension Edith betreibt, ja, in ganz ruhiger Lage, gleich neben dem Friedhof. Ja, da muss ruhig sein, nicht wahr? Weißt du, bitte. Und mit dieser Frühstückspension ist die Frau Edith auch im Buch der Rekorde verzeichnet. Was? Im Buch der Rekorde verzeichnet? Dann erzählen Sie mir bitte davon. Ich weiß nicht ganz genau, was der Oberst Hofmeister jetzt meint. Aber wahrscheinlich an das Sportlerfrühstück, oder? Sehr wohl, Fredit. Frau Majestät muss wissen, der Frühstücksraum ist mindestens einen Kilometer von der Pension entfernt. Und so ersparen sich die Gäste ihren Morgensport. Was? Sie? Müssen wir da das Klatschen? Aber müssen wir da mit den Laufschuhen, den Jogginganzug zum Frühstück erscheinen? Majestät, Herr Kaiser. Nein. Ich muss das erklären. Bitte. Wir haben es so liebe Gäste. Die machen das, was wir wollen. Und die haben die Gäste auch alle gern. Aber es ist ja nicht mehr so leicht heutzutage. Schauen Sie mal dumm, wie die Gäste es alle zusperren. Mein Gott, hey, da ein bisschen jammern jetzt. Aber die Schuhe können nicht drücken, denn wir vorne und hinter Lauch. Ich tue nichts jammern. Komm an die Füße bitte, wenn die fliegen. Ja. Ich tue nichts jammern. Ja, ich bin sehr zufrieden. Ja. Ich mag die Gäste mag mich. Und was ich, mein Gott, vor 5 Jahren, Majestät, darf ich das erzählen? Aber kurz. Da habe ich
Von den Dorfleuten habe ich einen Maibaum gekriegt. Nein. Ja, das hat mich so gefreut, muss ich ehrlich sagen. Einen Groten? Ja. Einen Groten, sicher einen Groten. Ja, es gibt ja links und rechts gedreht. Nein, auch. Ich muss ehrlich sagen, wir dürfen nicht jammern. Ja. Es geht eh gut. Die Leute mögen uns und wir mögen die Leute. Und wir halten alle zusammen. Sehr wir gut. Haben internationales Personal, ein paar Schwarze, ein paar Sauer. Wir haben alles. Wir haben wirklich das alles. Das wird mir Eskimo fürs Eis. Ja, komm, ja. Das, aber das sind alle, muss ich verteidigen, ja. Alle ganz lieb. Wirklich wahr, wie die arbeiten. Und wir haben halt ein gutes Personal, das ist wichtig. Das wundert mich und das bin ich sehr stolz auf Sie. Das kann mir nicht passieren am österreichischen Hof. Grüß Seifenstein. Verstehe, Majestät, ohne Beleidigung geht es nicht. Was sein muss, muss sein. Aber Majestät sollte auch wissen, bitte, dass sich auf diesem markanten Dorfwirtgebäude ein schon seit Jahren bekanntes und beliebtes Storchennest sich befindet, das wohl auch ein bisschen zuständig ist für die Enkelkinder von der Frau Edith. Was hat denn noch? Ist ein Storchennest am Gasthaus? Nein, Moment, Enkelkinder muss ich sagen. Bitte. Meine zwei Enkelbuben. So, liebe Buben, tüchtig sein sie und alles, muss ich ehrlich sagen. Aber die Storch haben die nicht gebracht. Ja, die Jahr haben sie schon selber gemacht. Na hoffentlich, weil der zweite Bub hat eine lange Füße, ich weiß nicht. Ja. Ich bin froh, dass er das gemacht hat, ja. Weil jetzt hätte ich keine Zeit mehr dazu. Ja, das stimmt. Majestät, ja. Apropos Zeit, die Zeit ist schon sehr fortgeschritten und wenn wir die Audienz üblicherweise mit einem Umtrunk beenden wollen, wäre es Zeit, die Augenweide zu rufen. Grandiose Idee, Seifenstein. Ich liebe diese Verkostungen, nicht wahr? Weil dann trifft man Menschen, die einem gut tun im Leben. Nicht wahr? Und diese Gutmenschen nennt man Weinbauern. Majestät, ich hole gleich eine Flasche, ich lade die Herren. Nein. Stopp, Fredi, bleib sitzen. Ah, der Kaiser hat mich angegriffen. Was mache ich? Ganz auf. Komm in die Haut. Beruhigen Sie sich. Brauchen Sie Spritzer oder was? Ich glaube, ich traum schon wieder vom Kaiser. Hört's mal auf. Jetzt war ich so gut aufgelegt, jetzt fang's wieder so an. Nein, aber stopp, da haben wir wirklich. Der Kaiser braucht jetzt Wein, muss ich Ihnen sagen. Und der Weinbau unseres Vertrauens, der Hubimeier Bar, liefert verlässlich. Weißt du nicht? Bitte. Aber für mich kein Burenwein, das vertrage ich nicht so gut. Ich habe heute auch schon viel Bier getrunken, den Schnaps und so weiter. Ja, das war sehr anstrengend. Nein, aber für mich ein bisschen gestaubt. Was? Staub? Ein bisschen Staub. Weil ich muss in der Arbeiten heute. Müssen Sie arbeiten? Ja. Stört dich beim Arbeiten der Wein, lass das Arbeiten sein. Das muss ich sagen. Ist so, nicht? Aber muss ich schon sagen, gestaubt. Jede ist mit allen Wassern gewaschen. Na, Majestät, sicher nicht. Ja. Weil meine jahrzehntelange Erfahrung sagt mir, dass die mit allen Wassern gewaschen sind, meist nicht ganz sauber sind. Sag ich Ihnen gleich. Ja. Gescheit, ja, gescheit. Es gibt Weine, die werden mit den Jahren besser. Und es gibt Jahre, die werden nur mit Wein besser. So, Seifenstein, der Kaiser ist gut gelaunt. Bitte rufe mit die Augenweide. Sehr wohl, Majestät. Augenweide, bitte schaff Wein herbei und etwas Staub für die Frau Edith. Was? Staub? Boah, da fangen wir an, müssen wir es abwischen. Ne? Ja, ich schau die Augenweide, Applaus für die Augenweide. Ernst, was ist denn das für ein Gespeibigwasser? Das ist schon ein bisschen Frühstaub, hast du? Da hat es sehr hineingeregnet, glaube ich. Ha? Zum Wohl. Mein Gott, Majestät, da fällt mir noch was ein. Ja, aber kurz, bitte, kurz. Vom Platzer Franz. Ja. Originaler Spruch vom Platzer Franz. Das geht. Darf ich das erzählen? Ja, natürlich. Man aber kurz gehalten. Ja, hoffentlich fällt es mir richtig ein. Ja. Wie hat er gesagt immer? Das Wasser gibt dem Ochsenkraft, dem Menschen Bier und Rebensaft. Drum danke Gott als guter Christ, dass du kein Ochs geworden bist. Wunderbar! Prost, 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 Prost.
Ein richtiger Wirt, den Papperl immer offen, gell? Na, Prost, Fredit. Nach diesem positiven... Hauen Sie so mit den Locken. Nach diesem positiven Ausgang dieser Dänz beenden wir diese natürlich auf dem schnellsten Wege. Der österreichische Hof wünscht der Frau Edith, dem Joachim, dem Storch und alle Angehörigen alles Gute, gute Geschäfte und wir treffen uns dann an der Bar wieder. Sie darf sich jetzt schon langsam zurückziehen, aber sie muss ein bisschen brav sein. Majestät, das kann ich nicht versprechen. Ja. Darf ich wieder Dramen von Majestät? Mein Gott, alle 5 Jahre Traum von Majestät. Aber nichts sein. Berichten vom Traum. Ja. Das halte ich nicht aus. Danke, Majestät. Danke, aber so, Meister. Danke, liebe. Seifenstein austrinken. Majestät, sie hat sich zurückgezogen, ohne dass sie sich verabschiedet haben. Ich weiß. Was ist das für... Zuerst uns telefonieren, erst uns sie nicht verabschieden. Fredit, hör auf, Herrns! So, wie ihr den Herrn? Wieso, doppelt verabschiedet, wie gesagt, Papa? Nein. Nein, ich muss ja den Abschluss noch sagen. Ah, Entschuldigung, Majestät, ich bin so nervös bei den Meistern. Für die Träume, nicht wahr? Ja. Ich weiß, greifen Sie mir nicht an, da stößt man die Bugelhorn auf. Fredit, sie darf sich jetzt zurückziehen, aber sie muss ein bisschen brav sein und jetzt darf es gehen. Das haben wir schon besprochen. Ist wurscht, doppelt halt besser. Danke. Darf ich jetzt gleich... Ich hätte es ja nicht gemacht, aber es ist ja fesche Wirte, die wollen wir mal auch heraufholen, nicht wahr? So, liebes Publikum, liebe Leute, habe die Ehre. Es war sehr schön, es hat mich sehr gefreut. Majestät, Majestät. Was ist denn? Ich höre es eben von der Tonbildstelle. Sind wir nicht fertig? Nein, es hat sich irgendjemand über Satellit auf unseren Computer raufgewählt. Hören Sie auf. Ja, und will uns... eine Botschaft überbringen. Okay. Majestät, ja, das wird da. Bitte. Müssen wir Majestät. Weg, das Schiff ja. weg, ganz ja. auf. Was Majestät. Ist da jetzt passiert? Wunderbar. Ich bin heute leider nicht bei einem Auftritt dabei. Ich bin heute in Wien, ja, in der Hauptstadt, wo ja der wirkliche Kaiser wohnt. Deshalb wünsche ich euch viel Spaß bei der Show und eine kleine Videobotschaft von meiner Seite. Viel Spaß. Also, man sei verstanden. Dino Hans Hagel, was ist das? Das sind 3 impertinente Personen, Majestät, die in der Steiermark ihr Unwesen treiben. Sie führen so eine Art Kabarettstück auf und geben sich dabei als eure Majestät, meine Wenigkeit und der jeweilige Audienzgast aus. Das ist Amtsanmaßung, wenn nicht Hochverrat. Ich schlage so vor, sofort die kaiserliche Garde im Marsch zu setzen. Beruhigen Sie sich, Sir Stein. Sie machen das doch nur aus Liebe und Anerkennung. Tatsächlich, weißt du? Ja. Aber es macht es besser gescheit. Weil sonst kommen wir vorbei. Hm? Und dann setzt uns. Also, auch einmal ein bisschen brav sein, gell? Bus. Mit dieser Grußbotschaft vom wirklichen Kaiser aus Wien. Man, das war nicht jetzt eingespielt, so irgendwie, das war live, oder? Wer ist der wirkliche Kaiser? Da wäre der wirkliche Kaiser, den Rob Dolly. Ich habe mit dem Vater in der Hofreitschule die Kaiserei gelernt. Okay. Danke, wir sind ja am gleichen Pferd gesessen. Ihr wart ein grandioses Publikum, wie immer. Ist ein Applaus für das Publikum. Wer ist der Buchstabe?